Heute schauen wir mal, ob das hier fake ist. Ach ja, die Mikrowelle. Mein Kumpel wollte meinen Haushalt unbedingt um eine erweitern, weshalb mein Geburtstagsgeschenk an meinem 22. dann auch dementsprechend so aussah. Witzig, einer meiner besten Freunde schenkte mir eine Mikrowelle zum Geburtstag, während mich ein Abonnent um eine Goldmünze bereicherte. Die Mikrowelle gewinnt. Food is love. Food is life. Aber das Fanpost-Unboxing mit der Goldmünze habe ich euch jetzt dennoch oben in der Infobubble verlinkt. Vielleicht kennt ja jemand meinen Zweitkanal noch nicht. Auf jeden Fall geht's heute ums Essen und dafür benötigen wir die Mikrowelle. Demnach gehe ich jetzt etwas nach, das mir ein ehemaliger Arbeitskollege vorschlug. Es soll angeblich möglich sein, ein Ei so zu kochen, dass der Dotter zuerst gerinnt. Heißt, der Dotter ist fest und das Ei klar ist weich. Ist ganz witzig, denn wenn, dann ist es doch nur umgekehrt der Fall. Ich muss es wissen, denn ich bin Hashtag Team weich gekocht. So kann man nämlich das Salz besser untermischen. Das mit dem nur harten Dotter will ich irgendwie nicht glauben. Aber deshalb probieren wir es ja aus und nein, ich werde dieses Video auch hochladen, wenn der Versuch schief geht. Ist ja ein Experiment. Deshalb schreibt mir jetzt eure Vermutung in die Kommentare. Wird es klappen, dass der Dotter zuerst hart wird oder klappt es nicht? Ich bin mal gespannt, ob ihr richtig tippt. In diesem Sinne beginnen wir einfach mal. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir da in die Luftkammer des Eis ein Loch reinbohren. Denn wenn ein Ei gekocht wird oder es generell heißer wird, wird ja auch die Luft heißer. Die dehnt sich aus und unser Ei würde platzen, wenn die Luft keine Möglichkeit hätte zu entweichen. Jetzt müssen wir das Ei nur noch in eine Tasse reinlegen, da die Möglichkeit ja besteht, dass es immer noch platzt. Heißt, wir stellen jetzt das Ei hier rein. Und tun bei 800 Watt 25 Sekunden warten. Bin jetzt echt gespannt, ob das funktioniert hat. Also, wir haben auf jeden Fall noch Eiweiß. Aber wie sieht der Dotter aus? Also, es ist ein bisschen Eiweiß geronnen und der Dotter... Oh, der hat einen harten Kern nach 25 Sekunden bei 800 Watt. Das Eiweiß ist dafür auch ein bisschen geronnen, aber wesentlich mehr Dotter als das Eiweiß. Das Prinzip scheint zu funktionieren. Na dann nochmal ab in die Mikrowelle. So, das waren jetzt 32 Sekunden. Achtung, heiß. Im Übrigen, die Eier solltet ihr nicht essen, wenn sie in der Mikrowelle gemacht sind. Eventuell sind da noch Salmonellen drin, weil irgendwas nicht heiß genug wurde. Wieder nur ein harter Kern. Mich stört's, dass auch ein bisschen Eiweiß gerinnt, aber es ist deutlich mehr Dotter. Also das Prinzip an sich funktioniert tatsächlich. Aber warum? Die Funktionsweise einer Mikrowelle ist nicht damit vergleichbar, wie wenn Licht auf eine schwarze Oberfläche scheint. Da würde das Licht nämlich direkt nur auf der Oberfläche in Wärme umgewandelt werden. Im Mikrowellenherd ist es jetzt eher so, dass die Strahlung vor allem Wassermoleküle zu kleinsten Bewegungen anregt. Durch die dabei entstehende Reibung der Wassermoleküle aneinander entsteht Wärme. Und beim Kochen im Topf ist es dann wiederum so, dass das kalte Ei mit heißem Wasser in Kontakt kommt. Die Wärme wird somit langsam von außen nach innen übertragen. Deshalb setzt dann auch die temperaturbedingte Denaturierung des Eiweißes zuerst beim Ei klar ein. Ich gehe jetzt mal in der Mikrowelle davon aus, dass da alles gleichmäßig erhitzt wird. Wobei das dann immer noch nicht erklärt, warum der Dotter zuerst gerinnt. Das ganze Ei sollte auf diese Weise ja dann auf einen Schlag gerinnen. Oder? Jein. Eine Sache hätten wir dabei nicht bedacht. Wenn durch Mikrowellen hauptsächlich Wasser erwärmt wird, wird die Eierschale und die Luft in der Mikrowelle nicht erwärmt. Folglich sollte dann die kältere Eierschale dem wärmeren Eiklar etwas Wärmeenergie entziehen. Das würde dann dafür sorgen, dass das Eiklar, obwohl es genauso wie das Eigelb erhitzt wird, etwas kälter als dieses ist. In diesem Fall würde der Dotter dann, denke ich mal, zuerst gerinnen. Aber das ist jetzt mal meine erste Vermutung. Demnach, warum glaubt ihr, ist das so? Schreibt mir mal eure Vermutung in die Kommentare, denn das könnte ziemlich interessant werden. Ein anderer Grund, der mir jetzt spontan eingefallen ist, wäre dieser, dass das Eigelb generell früher gerinnen könnte als das Eiweiß, aber es beim Wasserbad halt nie tut, weil das Eiweiß eher höhere Temperaturen erreicht als das Eigelb, weil es ja von außen nach innen erwärmt wird. Natürlich könnte man aber auch meinen, dass das Ei klar aufgrund eines geringeren Anteils an Wasser weniger warm wird als der Dotter. Aber das fällt flach, denn dieses besteht zu größeren Teilen aus Wasser als der Dotter. Gerade mal 10% von diesen machen Proteine aus. Der Rest ist Wasser und ein paar andere Stoffe.
Beim Eigelb sind es stolze 15-16% Proteine. Also höchstens 85% Wasser und reell sind es sogar nur 50. Bedeutet im Übrigen auch, dass in Eigelb mehr Eiweiß drin ist als in Eiweiß. Kleiner Funfact nebenbei. Ihr könnt das Video übrigens unten auf Facebook oder Twitter mit euren Freunden teilen, wenn ihr es interessant fandet. Schaut jetzt noch mein 5 Lebensmittel, die überraschend gut brennen Video an oder das untere, welches dir laut YouTube am besten gefallen soll und abonniere den Kanal, um kein weiteres Experiment mehr zu verpassen. Aktiv.